Ja, gemütliche Sonntagspredigt. Ja, demnächst also jeden Sonntag eine Predigt, einmal die Woche. Ja, wenn man also die gesamte Wahrheit und das gesamte wissenschaftliche Endergebnis zum Thema Mensch und Gesellschaft kennt, dann sieht man eigentlich nur eine Chance für ein glückliches Leben. Für ein Leben in super Gesundheit, super Glück, super Abnehmen findet man nur in der gemeinwohlökonomischen super Glücksgemeinschaft Köln, die uns an die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft erinnert, in der Gemeinwohl, ökonomischen, ich gehe mal rüber aufs Bild hier. Ja, jetzt bin ich hier falsch, da muss ich hin, ja. Also wir haben sozusagen ja die Gemeinwohlforschung begann ja 1968, irgendwann ab 1968 zum Beispiel mit der Geschichte, die mein Vater so erzählt hat. Ich weiß nicht, ob er das Gedicht so gesagt hat oder ob er mir das nur so erzählt hat. Was bringt den Doktor um sein Brot? A, die Gesundheit, B, der Tod. Drum hält der Arzt, auf dass er lebe, uns zwischen beiden in der Schwebe. Eugen Roth, ja. Und das war für mich die erste Begegnung quasi mit der Gemeinwohlorientiertheit und der Forschung und der Frage, warum bezahlen wir genau falsch rum? Warum bezahlen wir für das chronisch Krankhalten statt das Verhindern von Krankheit? Und warum machen wir diese Dummheit? Und dann später kam dann in Form auch eines Buches meines Vaters die Anekdote vom alten China immer mehr auf, vom Gesundheitswesen im alten China, dass der Arzt angeblich so lange beschenkt worden sei, wie alle im Dorf gesund und glücklich waren, und wenn auch nur einer krank oder unglücklich wurde, erfuhren das alle, weil ja auch alles transparent war, alle noch mit allen redeten. Und dann reduzierten sie alle ihre Geschenke so lange, bis wieder alle kerngesund und glücklich waren, so dass der Arzt immer wusste, ich muss präventiv Krankheit verhindern und Gesundheit und Lebensglück und Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller meiner Kunden, Mitarbeiter und Anwohner jeden Tag verbessern, was wir ja in der einzigen politischen möglichen Lösung der Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, GWÖ-GWO-Kombi, ja, machen würden, indem wir letztendlich die Hausarztgesundheitsgemeinschaften werden ein wichtiger Teil dieser Gemeinwohl, dieser GWÖ-GWO-Kombi würden werden, und zwar, weil dort der Hausarzt alles tut, ein kostenloses, faszinierendes das Freizeit- und Wochenendkursangebot bietet, bis hin zu vielleicht Gaststätten ohne Alkohol und Zigaretten und so weiter, tanzen, singen, musizieren. Also alles, was Menschen irgendwie helfen kann, ein Stück in Richtung sich eines gesünderen Lebensstils zu bewegen, Fitnessstudio, Sport, Gesundheitssport, Gesundheitssportart, Gesundheitstischtennis vom Weltrat und so weiter, mit links und rechts gespielt und so weiter, neue Volkssportarten und so weiter. All das können wir natürlich jetzt nur, weil eben im Moment es so aussieht, als ob wir einfach in Deutschland nicht diese 10, 15 Millionen, 20 Millionen vernünftigen Menschen haben, die
das wollen, sondern weil alle durchmanipuliert sind in der Diktatur der Sparten, alle vollständig durchmanipuliert sind. Deswegen können wir sozusagen und weil deswegen auch die einzige gute Partei der Erde, die Partei des Gemeinwohls, die wir beraten, nicht hochkommen kann, das Wahlbündnis, die einzige vernünftige Lösung nicht hochkommen kann, weil die Parteiführer der 100 Parteien so durchmanipuliert sind von den Sparten dieser Gesellschaft, dieses Wirtschaftssystems, dass sie im Prinzip immer wieder eigentlich nur den Sparten dienen und politische Konzepte im Kopf haben, die dann wieder zu mehr Arbeitslosen, Armen, Obdachlosen, psychisch Kranken, also zu zerstörtem Leben führen, von dem mittlerweile die halbe Gesellschaft lebt, von deren Verwaltung. Ja? Also wir haben ganze Industrien, die durch ihre vorteilbringenden Irrtümer, die sehen unser aller Köpfe und in die Köpfe aller Parteiführer und auch der Großparteien hineinstreuen, kommt es zu produzieren wir systematisch eine Gesellschaft, die gespalten ist zwischen denen, die noch arbeiten dürfen und an irgendetwas, an der Gesellschaft teilnehmen dürfen, und den ganzen Arbeitslosen, Obdachlosen, Armen, Mittellosen quasi, die also quasi dazu da sind, nur ihr Dasein nur dazu dient, dass sie von den Sparten der Elendsverwaltung und Krankheitsverwaltung und Unglücksverwaltung, ja, letztendlich, dass diese Sparten sich bereichern können und Karriere machen in der Verwaltung eines verelendeten Drittels der Gesellschaft oder Viertels der Gesellschaft. Ich weiß nicht genau, wie hoch die Zahlen der verelendeten Menschen in Deutschland sind, dem kränksten Land der Erde, das dem jetzt vielleicht der größte Niedergang bevorsteht. Ja, also deswegen kann man auch mit den 100 kleinen Parteien, kommt es zu keinem Bündnis der Vernunft, weil die ja auch alle durchmanipuliert sind, politische Konzepte verfolgen zu müssen und zu wollen, die am Ende zur Zerstörung Deutschlands taugen und zu nichts sonst und zur Bereicherung der Elendsverwaltungsindustrien bis hin zur psychiatrischen und pharmazeutischen Industrie, die natürlich dann diese elendigen und also die Alkoholindustrie und Zigarettenindustrien und Drogenindustrien, die ja alle diese verelendeten Menschen mit ihren jeweiligen Konsumgütern versorgen. Ja, dann schauen wir doch mal weiter. Also deswegen in unserer Vorlesung und der wissenschaftlichen Tagesschau kann es nur noch darum gehen, ja, und ich lade ja auch ein, suche ja AussteigerInnen für die gemeinwohlökonomische Superglücksgemeinschaft Köln, ja. Und was anderes haben wir nicht, denn auch wenn wir jetzt es schaffen würden, nach guten Gesprächen mit einer tollen Literaturagentin von circa eineinviertel Stunden tollem Gespräch, werden am Ende ja dadurch vielleicht über die 80 Millionen verkauften Bücher, vielleicht ja beim Ullstein Verlag, der ja Richard Dawkins, unseren Vorläufer, ja auch verlegt hat, vielleicht ergibt sich da ja was, aber dann werden die Bücher höchstens wirken, dass vielleicht darüber wieder ein paar Interessenten für die gemeinwohlökonomische Superglücksgemeinschaft Köln-Süd kommen, die
eben nur simulieren kann, der ist das, was eine Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft natürlich viel professioneller machen könnte, nämlich wirklich singen, tanzen, musizieren. Ja, ich bin ja Musiker und Sportler oder also singen, tanzen, musizieren, Gesundheitssportart, Tischtennis, das hätten sie alles dabei, Massage, Körperkontakt, reduzierte Einsamkeit, gemeinsames Abnehmen mit der weltbesten Technik, die ich das letzte Mal ja angedeutet habe und so weiter. Ja, und anders geht es nicht. Ja. Und ja, dann, bevor ich jetzt dann auch die Bücher mal so etwas schildere, und zwar die neue Linie der Bücher, gehe ich erst nochmal darauf ein. Ach so, ich wollte das nochmal zeigen. Ja, dieser Gehirnrückgang, der bedeutet also, dass die Tatsache, da das Gehirn immer kleiner wird der Menschheit wieder, wird es wohl nie wieder eine Lösung geben. Also eine politische Lösung scheint also von daher unmöglich. Also bleiben nur die Gemeinschaften. Die gemeinwohlökonomischen Superglücksgemeinschaften als Inseln des glücklichen Lebens in einer kaputtgehenden Gesamtwelt. Ne? Und hier haben wir, ja, also hier haben wir das einmal gewählte Bildsystem für die Sparten, die Sparte der Lehrenden, der Forschenden, der Wohnsparten. Und so werden dann jeweils in den Büchern, in den Bestsellerbüchern, die ja, wo ja die Verlage sich die Titel überlegen können, auf jeden Fall werden dann dort hier nochmal die Sparten, einige der Sparten, ja, und hier, da könnte man noch viele Sparten eintragen, ja, und das, ja, die gasen ja quasi dann die vorteilbringenden Irrtümer aus und wir könnten dann so vorgehen, dass wir das Buch so machen, ja ungefähr so, auch Sie haben vielleicht diesen Zentralirrtum der Menschheit noch geglaubt und dann geht's los mit zum Beispiel erster Irrtum, der Mindestlohn tut unserer Gesellschaft gut. Und dann könnte man die Anekdote vom alten China erwähnen, die ja der Startpunkt des Weltrats war. Und dann vielleicht könnte man sagen, ja, vielleicht haben sie ja auch diesen zentralen Menschheitsirrtum geglaubt. Der Arzt hilft ihnen, verbessert ihre Gesundheit. Und dann kann man da nochmal tiefer auf diese Anekdote vom Gesundheitswesen im alten China eingehen. Dann könnte vielleicht kommen die Anekdote vom Rechtsanwaltewesen von Professor Richard Dawkins, dem wichtigsten unserer geistigen Vorfahren, ne? Wo dann der Satz kommt, Anwälte sorgen dafür, dass wir aus einer Streitigkeit bestmöglich hervorgehen. Und dann wird dieser Irrtum wieder beantwortet durch das Endergebnis des Weltrates. Dabei kann man sicherlich dann hier auch auf die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik des Weltrates zurückgreifen und dann deutlich machen, wie eben die Evolution so verlaufen ist, dass diese Sparten, also die Arbeitsamtssparte mit dem Mindestlohn und die Gesundheitssparte, Rechtsanwaltssparte und alle anderen Sparten vorteilbringende Irrtümer ausgesendet haben, die unser aller Leben zerstört haben und weiter zerstören werden. Ja, und ein Buchtitel könnte ja heißen, du willst auch nicht sterben, ohne je gelebt zu haben. Also das ist jetzt für mich auch der einzige Punkt. Nur in solch einer der Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft nachkommenden oder sich möglichst optimal annähernden
gemeinwohlökonomischen Gesund Superglücksgemeinschaft Köln und so weiter kann leider überhaupt noch glücklich möglich sein und über die vielleicht verkauften Millionen Bestseller als Trostpreis kann es vielleicht dazu kommen, dass neue Leute dazukommen. Jetzt mal zwischendurch was ganz anderes. Es geht also nachher noch weiter mit all diesen Buchaspekten und Teilen. Aber erst einmal muss ich darüber gehen. Ja, Aussteigerung, das habe ich ja auch jetzt alles schon erzählt. Und dann habe ich einfach mal ChatGPT genutzt. Und es ist nicht so schlecht, wie ich dachte. Ich werde das einfach mal vorlesen, was da rauskam. Ich verstehe ChatGPT so, wie wenn ich jetzt hingehen würde und über alle Dinge, die eigentlich mal in meiner Wissenschaftsgeschichte dazu geführt haben, dass ich bestimmte Erkenntnisse bekommen habe. Man könnte also damit Bücher füllen, indem man quasi mit Google-Ergebnissen oder ChatGPT-Ergebnissen sozusagen für die ungebildeten Leser das Ganze in die Breite zieht und ihnen erläutert, auf welcher Basis, welcher Überlegung die Erkenntnis kam, dass der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft dazu führt, dass sich jede Sparte der Gesellschaft wie ein biologischer Parasit oder Schmarotzer gegenüber der Restwelt verhält und verhalten muss, indem er ein nicht bewusst, ohne jegliche Bewusstheit, in nicht bewusster Weise, genauso nicht bewusst wie im Genombereich, Mutationen geschehen müssen auch im Gehirnbereich. Nicht bewusst kommt es zu Mutationen, die können Wahrheitsmutationen, aber eben auch errare humanum est Irrtumsmutationen sein. Und wenn diese Irrtumsmutationen zufällig dazu sich eignen, den Rest der Welt auszuschlachten und auszusaugen, dann werden die als vorteilbringender Irrtum sich erstmal innerhalb der Sparte riesig ausbreiten und multiplizieren, weil ja jeder, der erfolgreiches Spartenmitglied sein will, ja sich das diesen vorteilbringenden Irrtum bei den anderen erfolgreichen, bei der ersten erfolgreichen Person dieser Sparte das abgucken wird und kopieren wird, nachahmen wird im Sinne von Bandura und Wolters, Nachahmungslernen, der Mensch als das Lebewesen mit einem regelrechten Zwang zur Nachahmung der Artgenossen. Nur dass eben nur die erste Sekunde, in der die erste tauschhandelnde Person auftauchte, drehte die Evolution um. Normalerweise ist nämlich Parasitismus überwiegend, dass eine fremde Art eine andere Art ausschmarotzt und ausparasitiert sozusagen oder parasitiert. Aber bei uns ist es so, dass durch die Erfindung des Tauschhandels der Parasitismus, wo vorher eine Welt überwiegend der Wahrheit und der Nichtausnutzung war und nur wenig Lüge und Irrtum eine Rolle spielte, ja, wurde das dann umgedreht und quasi die Menschenwelt wurde eine Welt des innerartlichen Parasitismus und der innerartlichen Schmarotzer-Tendenzen, sodass jede Sparte notwendig über nicht bewusste vorteilbringende Irrtümer zum Schmarotzer des Restes der Welt werden musste und damit all unser Denken in wichtigen Dingen immer nur aus Irrtümern besteht und praktisch nirgends aus Wahrheit und deswegen wir nicht leben dürfen, nicht leben, sondern gelebt werden, nicht denken, sondern gedacht werden,
8 Milliarden Manipulationsopfer, und wenn sie nicht mehr Opfer werden bleiben wollen, dann steigen sie aus und rufen sie bei uns an. Tschö. Einzige Chance. Denn auch die Bücher werden ihr Leben nicht glücklich machen, es sei denn, sie kommen dann zu uns in die Gemeinschaftsexperimente, weil nur dort ist eine Chance. In allen anderen Gemeinschaftsexperimenten tummeln sich wieder die vorteilbringenden Irrtümer, und dort bereitet man sich dann die Hölle auf Erden, wie wir das ja am Beispiel der Tatortsendung Das ist unser Haus beginnend ja in den früheren Sendungen dargestellt haben. Übrigens, in all diesen Sendungen ist ja alles zu finden, wenn Sie auf unserer Homepage sind, unten direkt anzuklicken in der Infobox und dann runterziehen, und dann haben Sie ja den befreundeten Sender News und Talks für Gebildete und reiche Politiker, Journalisten und so weiter. Da finden Sie ja in den Playlists alles Sendungen, und dann finden Sie ja auch den Link, gleich den ersten Link zum Studium. Ja, aber jetzt lese ich mal vor, was bei ChatGPT rauskam. Das mit all den Fehlern, die da auch rauskamen. Ich habe es jetzt noch nicht Fehler korrigiert, aber es ist nicht alles verkehrt. Also man kann mit Google und mit ChatGPT kann man also Bücher in die Breite bringen, kann Anfängern sozusagen von Anfang sozusagen könnte jetzt auch theoretisch erklären, was DNS ist, wie Evolution funktioniert, wie was es sich auf sich hat mit der Doppelhelix, und all diese Dinge könnte man in die Breite gehen, ne? Und ich bin jetzt mal so ein bisschen in die Breite gegangen. Richard Dawkins, schreibt jetzt ChatGPT, ist ein bekannter britischer Evolutionstheoretiker und Autor, der dafür bekannt ist, seine Überzeugungen über Evolution, Biologie und Atheismus klar und unmissverständlich zu vertreten. Wobei wir ja sagen, er hätte sich die Bücher, seine atheistischen Bücher sparen können, denn das ist ja ein völlig unnötiger Nebenkriegsschauplatz, denn es geht ja schließlich darum, dass die Nahrungshändlersparten uns zum Beispiel über vorteilbringende Irrtümer in nicht bewusster Weise unsere Glücksmöglichkeiten wegreden und wegmanipulieren mussten, zwangsläufig in der sozialen Marktwirtschaft, im Kapitalismus, um uns zu Ersatzbefriedigungskäufen und Suchtkäufen, Konsumkäufen zwingen zu können und zu müssen, also sozusagen. Und da spielt es keine Rolle, dass diese Nahrungssparten, dass deren vorteilbringende Irrtümer natürlich auch irgendwie dann in alle Weltreligionen rübergerutscht sind. Aber die Urheber dieser vorteilbringenden Irrtümer sind immer nur die Konsumsuchtsparten gewesen und niemand sonst, und deswegen soll man sich, halten wir uns im Weltrat dran und reden also nie über Religion, weil das völlig unwichtig ist. Ja? Also unmissverständlich zu vertreten. In seinen Büchern hat Dawkins auch das Konzept des Memes, ich würde es eigentlich ohne E schreiben, weil das zu sehr sonst an die Memes erinnert, die nicht eins zu eins identisch sind mit dem Mem, dem verhaltenssteuernden Gedächtnisinhalt, der eben als vorteilbringender Irrtum eben entscheidend manipulativ wirken kann. Ne? Also das Konzept des Memes eingeführt, das er als kulturelles Äquivalent, ich korrigiere gleich, zu den Genen bezeichnet, die sich durch Imitation, also Nachahmung und Modifikation von einer Person zur nächsten weiterverbreiten. Also beim Menschen läuft der Hauptteil der Manipulation. Wir hatten das Beispiel, dass auch über Geschmack und Geschmackschemikalien, auch über chemische Stoffe Manipulation in der Nahrungsindustrie zum Beispiel eine Rolle spielt. Oder auch die Manipulation über Parfüme und Kosmetika hin
dazu, dass es zu Paarungen von sich eigentlich genetisch und olfaktorisch, also duftbezogen, eigentlich abstoßenden Menschen kommen kann, die dann also sozusagen Kinder bekommen mit schwachem Immunsystem, weil nämlich hier quasi die Parfüme zu Kinderzeugungen geführt haben, die in der Natur nicht vorgekommen wären, weil man den Geruch des anderen abstoßend gefunden hätte und so weiter. Aber der Großteil aller Manipulation und aller nicht bewussten Manipulation und aller nicht bewussten Glückszerstörung und Lebenszerstörung geschieht über die nicht bewussten vorteilbringenden Irrtümer, also über die entsprechenden, diese Art von Memen, verhaltenssteuernden Gedächtnisinhalten, und die sich eben ausbreiten und alle Menschen infiziert haben, wie Killerviren des Geistes. Ne? Also weiter mit ChatGPT. In Bezug auf das Konzept des Menschen als Wahnsinnigen hat Dawkins die Idee vorgestellt, dass die Evolution ein blinder und amoralischer Prozess ist. Ja, das ist ganz wichtig. Diese ganzen Verschwörungstheoretiker gehen davon aus, dass es eben ein gezielter Vorgang und dass da irgendwelche bösen, bösen, Bösmenschen und Schlechtmenschen seien, die gezielt und sehenden Auges und moralisch böse uns alle zu Opfern machen würden und wollten. Das mag es in wenigen Ausnahmen und Einzelfällen geben, auch echte Verschwörung, aber in Wirklichkeit müssen wir davon ausgehen, dass in der sozialen Marktwirtschaft, im Kapitalismus, alle es gut meinen. Und dass die gesellschaftliche Evolution ein blinder und amoralischer Prozess ist, bei dem es keine Absicht oder Ziel gibt, das zu einer bestimmten Art oder zu einem bestimmten Zustand führt. Genau, es bilden sich per Zufall Irrtumsmutationen und Wahrheitsmutationen. Und es geschieht dann einfach, wenn dann zufällig eine Irrtumsmutation sich als vorteilbringender Irrtum erweist, dann geschieht es einfach, dass die Rest der Welt dann zum Opfer dieser Sparte, in der dieser Irrtum entstanden war, gemacht wird. Und das hat alles keine Bewusstheit, keine Absicht, kein Ziel. Es geschieht einfach. Demnach ist die menschliche Natur ein Produkt von Zufällen und auch eben die gesamte gesellschaftliche Natur und auch die Natur der Sparten und deren Schmarotzertum und Parasitismus ein reines Produkt von Zufällen und evolutionären Zwangsläufigkeiten und nicht das Ergebnis einer bewussten Absicht oder eines höheren Zwecks. Meme können tatsächlich eine starke Wirkung auf Menschen haben und werden oft genutzt. Ja, die Frage ist, ob bewusst oder nicht bewusst. Manchmal benutzt natürlich auch eine Werbefirma vielleicht mal das eine oder andere Meme auch bewusst. Aber wie gesagt, gehen Sie mal davon aus, alle Menschen meinen es gut im Kapitalismus und trotzdem entsteht die Hölle auf Erden, weil nicht bewusste, vorteilbringende Irrtümer unser aller Leben zerstören und weiter zerstören werden. Und aufgrund der Gehirnschrumpfung der Menschheit wird das eher noch schlimmer werden, als dass es weniger wird. Ja, und werden oft genutzt, um bestimmte Ideen oder Überzeugungen zu vermitteln oder zu manipulieren. Ja, ich würde sagen, in nicht bewusster Weise zu manipulieren. Dies kann sowohl auf eine positive als auch auf eine negative Art geschehen, abhängig davon, welche Botschaft das Mem, das müsste man jetzt ohne E schreiben, vermittelt und wer es konsumiert.
Einige Meme können beispielsweise humorvoll sein und dazu beitragen, dass Menschen sich besser fühlen, während andere Meme negative Stereotypen oder Vorurteile vermitteln können. Es ist wichtig zu erkennen, dass Meme nicht neutral sind. Also man merkt hier, dass natürlich ChatGPT von den Sparten und den nicht bewusst parasitär und schmarotzerisch die ganze Welt ausschlachtenden Sparten des Kapitalismus überhaupt keine Ahnung haben. Und deswegen wird hier so formuliert, ne? Es ist wichtig zu erkennen, dass Meme nicht neutral sind und dass sie Auswirkungen auf unsere Wahrnehmungen und Überzeugungen haben können. Immerhin soweit richtig, ne? Wenn Sie vermuten, dass Sie durch ein Meme manipuliert werden, ja, der Witz ist ja, dass das die meisten Menschen nicht erkennen. Also in dem Moment, wo sie manipuliert sind, glauben sie ja das Meme und halten sie ja den vorteilbringenden Irrtum, der sie zum Opfer macht oder zum Lobbyisten wider Willen macht, halten sie ja für die absolute Wahrheit. Und deswegen vermuten die meisten Menschen fast nie, dass sie vielleicht manipuliert werden könnten, ne? Ja, dann ist es also, sei es also wichtig, hier kritisch zu hinterfragen, welche Botschaft es vermittelt und ob es mit den eigenen Überzeugungen und Werten übereinstimmt. Ja, das ist natürlich wieder, da sieht man, dass ChatGPT eben keine Ahnung von den neuen Erkenntnissen hat, denn die eigenen Überzeugungen sind ja wieder nur die vorteilbringenden Irrtümer irgendwelcher Sparten, entweder der eigenen oder fremder Sparten. Und auch die eigenen Werte sind meistens ja nur das Ergebnis von solchen manipulativen, vorteilbringenden Irrtümern, die ja überall rumschwirren. Ne? Ja, ich zeige das nochmal kurz hier. Ja, das müssen wir uns ja so klar sein. Ja, das ist einfach so. Unsere Gehirne, alle Gehirne, Journalisten, Universitätsgehirne, Spielfilmemacher, Politiker, Parteien, alles ist voll. Alle Bürger sind voll davon. Alle Wählenden sind voll von den Irrtümern, die ausgegast werden durch die Sparten, oft manchmal zusammen mit Geld als Verstärker der Wirkung sozusagen, so dass also zum Beispiel natürlich Lobbyisten Geld bekommen und dann natürlich sich die vorteilbringenden Irrtümer so lange in den Kopf reinhauen, bis sie sie wirklich glauben. Und so können sie dann erfolgreich natürlich alles vertreten, ne? Und eben die vorteilbringenden Irrtümer der Sparten weiterhin reinhämmern in die Köpfe der politischen Welten, ne? Der Politiker und der Parteien. Ne? Aber das ist nur ein kleiner Teil. Das Arbeitsamt, da sind bestimmt keine Gelder geflossen. Es reicht einfach, wenn eine vielköpfige Berufsgruppe wie die Arbeitsamtmitarbeiter einfach in die Gesellschaft immer wieder hinausblasend den vorteilbringenden Irrtum, zum Beispiel, dass der Mindestlohn unserer Gesellschaft gut täte, ja, was dann zur Produktion von mehr Arbeitslosen führt, an denen sich dann wieder die Arbeitsamtmitarbeiter bereichern können durch Aufstiegsmöglichkeiten und Karrieremöglichkeiten und so weiter, ne? Ja, das reicht dann. Ja, es ist auch ratsam, weitere Informationen über das Thema zu sammeln und verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen, um eine fundierte Meinung zu bilden. Naja, das ist das übliche Blabla, ne? So, und jetzt mal gefragt an ChatGPT zum Thema Parasitismus. Parasitismus, auch als Schmarotzen bekannt, ist eine Art der Symbiose. Bei Symbiose ist ja so, dass beide Arten profitieren. Ja, das ist so ein kooperativer Akt. Ja, die Biene und die Pflanze, beide profitieren von ihrer Zusammenarbeit. Ne? Der Einsiedlerkrebs und die Seeanemone oder so. Ja, aber die sagen jetzt, hier ist eine Art der Symbiose, bei der eine Art, der Parasit, von einer anderen Art, dem Wirt, lebt und von ihr profitiert, ohne
ihr gleichzeitig zu helfen. Also da fällt quasi die eigene kooperative Gabe aus. Und genau das habe ich ja gesagt, dass das über die Erfindung des Tauschhandels innerhalb der Art Homo sapiens oder besser Savannenbonobo gelungen ist, Homo erectus, Homo sapiens, Savannenbonobo gelungen ist, sodass wir, dass also jede Sparte der Gesellschaft ein Riesenparasit geworden ist, ein Schmariesen-Schmarotzer geworden ist mit seinen nicht bewussten vorteilbringenden Irrtümern, die von der anderen Art, also in dem Fall dem Rest der Menschenwelt, dem Wirtleben, sie also alle, sie Opfer sie, du Opfer du, du bist also der Wirt, in dem der Parasit und aus dem heraus der Parasit die jeweiligen einzelnen Sparten im Kapitalismus schmarotzen und dich ausschlachten. Ne? Ja, das ist nicht schlecht erklärt. Im Bereich der Biologie gibt es viele Beispiele des Parasitismus. Einige davon sind Wurmparasitismus, viele Würmer sind Parasiten, darunter Bandwürmerin. Finde ich nicht so tiefgehend. Sie leben im Verdauungstrakt von Tieren und nutzen die Nährstoffe aus deren Nahrung. Blutegel, aber natürlich sind sie aussaugend, ne? Blutegel sind Parasiten, die an Säugetieren und Vögeln saugen, sie injizieren. Jetzt kommen wir auf ein Beispiel, das könnten wir zum Beispiel jetzt als Parallele zum vorteilbringenden Irrtum der Sparten sehen. Sie injizieren ein Mittel, also so injizieren quasi Killerviren des Geistes, vorteilbringende Irrtümer, das die Durchblutung fördert und dadurch den Blutfluss erhöht, sodass also der Rest der Welt bereitwilliger Blut abgibt, blutet, um den Profit der jeweiligen Sparte zu erhöhen. Ne? Also so quasi der vorteilbringende Irrtum macht die Opfer bereit dazu, schneller und leichter Ressourcen abzugeben, um den Reichtum der den vorteilbringenden Irrtum aussendenden Sparte zu erhöhen. Na, das ist schon ein schönes Beispiel. Ja? Läuse sind Parasiten und so weiter. Nochmal. Ektoparasiten sind Parasiten, die auf der Oberfläche des Wirts leben und so weiter. Flöhe, Zecken und Milben. Endoparasiten sind Parasiten, die innerhalb des Körpers leben. Oh, ja, ein Parasit der den menschlichen Darm befällt. Das sind nur einige Beispiele für Parasitismus in der Biologie. Es gibt viele weitere Arten von Parasitismus. Übrigens, wenn man also googeln würde, würde man das aktueller kriegen. Also ChatGPT geht, glaube ich, ist immer so 2 Jahre zurück im Moment offensichtlich. Bei Google würde man dann auch aktuellere Dinge finden. Ne? Es gibt viele weitere Arten von Parasitismus, die in verschiedenen Lebensräumen und bei verschiedenen Arten vorkommen. Und eben, ChatGPT hat natürlich keine Ahnung davon, dass die gesamte menschliche Gesellschaft aus Parasitismus besteht. Ne? Also die einzige Art, wo ein innerartlich, ein hundertprozentig parasitäres, schmarotzerisches Verhältnis zwischen den Sparten und dem jeweiligen Rest der Welt besteht, der Menschenwelt besteht, gibt es in keiner anderen Art, ne? In dieser Form. Parasitismus. Ameise wird dazu, da habe ich wohl gefragt, Parasitismus, Ameise wird dazu manipuliert, an die Spitze eines Grashalmes zu klettern und sich fressen zu lassen. Ja, das ist ein weiteres bekanntes Beispiel für Parasitismus. Ein Parasit, der auf den Grashalmen lebt, also das ist jetzt die Antwort von ChatGPT, durchaus gute Antwort, ja, also oder vernünftige Antwort. Ja, das ist ein weiteres bekanntes Beispiel für Parasitismus. Ein Parasit, der auf den Grashalmen lebt, manipuliert eine Ameise dazu, also wirkt irgendwie auf das Gehirn der Ameise dazu, an die Spitze des Halms zu klettern. Sobald die Ameise oben angelangt wird, wird sie von dem Parasiten gefressen oder von einem Weidetier und gelangt dann in den Verdauungstrakt und so weiter. Ja.
Ein bekanntes Beispiel für diese Art von Parasitismus ist das Phänomen des Grashalmskletterns bei der Blattkäferart Acrophylla. Kann ich nicht nachprüfen, will ich nicht nachprüfen, ob da das korrekt ist. Die Blattkäferlarve manipuliert eine Ameise dazu, an den Halm zu klettern, indem sie ein bestimmtes Pheromon freisetzt, das von der Ameise als alarmierend empfunden wird. Die Ameise klettert an die auf den Halm, um den angeblichen Feind zu bekämpfen, aber stattdessen wird sie von der Blattkäferlarve gefressen oder wie gesagt bei in anderen Fällen von Weidetieren gefressen und so weiter. Und ja, dies ist ein bemerkenswertes Beispiel. Ja, also wenn es dann von den Weidetieren gefressen wird, dann ist es quasi so, wir Opfer nehmen quasi mit der Ameise einem vermeintlich gute geistige Nahrung auf, in der steckt aber der Parasit, der vorteilbringende Irrtum, mit dem wir uns selbst dazu bringen, dass wir bereitwillig bluten für den Profit der jeweiligen Sparte, die uns da manipuliert. Ja, dies ist ein bemerkenswertes Beispiel für die Fähigkeiten von Parasiten, Wirte zu manipulieren, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Es zeigt auch die Vielfalt der Strategien, die Parasiten entwickeln können, um ihre Wirte auszunutzen. Na? Parasitismus. Ameise krallt sich oben am Grashalm, wird von grasendem Tier gefressen, der Parasit wandert in die Leber. Das habe ich nochmal so als Frage gestellt, jetzt kommt wieder die Antwort. Ja, das ist ein weiteres Beispiel für Parasitismus. Eine solche Situation tritt beispielsweise bei einigen Schafen und anderen Wiederkäuern auf. Die durch den Kontakt mit infizierten Gräsern, mit dem Parasiten Fasciola hepatica infiziert werden können. Will ich jetzt nicht nachprüfen, ob das so korrekt ist. Ne? Ja, die adulten Parasiten legen Eier, die im Gras ausgebrütet werden und zu Larven werden. Diese Larven krallen sich an den Halmen des Grases fest und warten darauf, von einem grasenden Tier gefressen zu werden. Sobald die Larve geschluckt wird, wandert sie durch den Darm des Wirts und gelangt in die Leber, wo sie zu einem adulten Parasiten heranreift und Schäden an der Leber verursachen kann. Also hier ist es eher so, dass nicht die Ameise sich oben festkrallt, sondern die Larven des Parasiten. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Parasiten sich durch den Kontakt mit ihren Wirten verbreiten und ihnen schaden können. Es zeigt auch, dass Parasiten in der Lage sein können, ihre Wirte durch den Übergang von einer Stufe im Lebenszyklus zur nächsten zu beeinflussen. Ja, also letztendlich ist das, wenn wir die Gesellschaft verstehen wollen, müssen wir die Biologie des Parasitismus, des Schmarotzertums, der Manipulation verstehen können. Dann hatte ich nochmal was gefragt, Sklaverei bei den Ameisen, da kommt jetzt die Antwort, das ist ein bekanntes Beispiel für die Sklaverei bei Ameisen. Einige Arten von Ameisen, beispielsweise die Schäferameisen, Genus Polyergus, praktizieren Sklaverei, indem sie Nester von anderen Ameisenarten überfallen und deren Larven und Eier rauben. Die Königin der angreifenden Ameisen manipuliert dann die Arbeiterinnen der überfallenen Ameisen dazu, ihrer eigenen Mutter bei lebendigem Leibe den Kopf abzuschneiden. Dadurch werden die Arbeiterinnen geknechtet und beginnen der fremden Königin zu dienen. Diese Knechtschaft kann über Generationen fortbestehen und die Arbeiterinnen werden zur Pflege und zum Schutz der Nester der angreifenden Königin und der Nachkommen eingesetzt. Und letztendlich, wahrscheinlich stirbt dann die angegriffene Art, letztendlich die versklavte Art aus und übrig bleiben die Parasiten, die enorm profitiert haben von dem Sklavendiensten ihrer Opfer. Ne? Und genauso ist es bei uns. Der normale Mensch, alle Menschen dieser Erde sind die Sklaven der parasitären Sparten und ja, wir werden alle ruiniert und da aber
viele Menschen auch Mitglied selber von Sparten sind, die selber wieder als Schmarotzer wieder Profite einfahren, hält sich das eine gewisse Waage auch, ne? Also, aber welchen Sinn macht es, dass wir uns alle gegenseitig parasitieren, dass wir wären alle viel, viel besser dran, Wirtschaftswunder von 500 Milliarden Euro jährlich, wir wären alle viel besser dran, wenn wir alle aufhören würden mit diesem wechselseitigen uns als Schmarotzer zu versuchen auszusaugen und gegenseitig Blut zu saugen, ne? Dieses Verhalten ist ein Beispiel für den Einsatz von Manipulation und Gewalt durch eine Art, um eine andere Art auszunutzen. Also eine Sparte bei uns Menschen, eine Sparte, um den Rest der Lebewesen, der Menschen auszunutzen. Es zeigt auch die Vielfalt der Strategien, die einige Arten entwickeln können, um über ihre Überlebenschancen zu erhöhen und ihre Nachkommen zu schützen. Ja, so viel jetzt dazu. Ja, jetzt gehe ich mal hier mit den handschriftlichen Aufzeichnungen weiter. Ja, ich gehe einfach mal unsystematisch vor. Jetzt muss ich mal gucken. Kurze Pause. Ich formuliere die Texte, die ich jetzt hier handschriftlich geschrieben habe, versuche ich schon mal so zu formulieren, wie das in den hoffentlichen Millionen-Bestsellern formuliert würde. Sie glauben, Sie haben vielleicht bisher auch einen der riesigen Zentralirrtümer geglaubt, dass das Haus in das sie gekauft haben oder angemietet haben oder in dem sie leben, dass das sicher sei. Ja, in Wirklichkeit ist es so, dass in den Bausparten sich ein Irrtum gebildet hat, dass eben so sei. Und damit haben die Bausparten sozusagen in Erdbeben Risikogebieten, denken Sie Türkei und Syrien gerade aktuell, dass wenn man Bauland in solchen Erdbeben-Risikogebieten, in Risikogebieten für Tsunamis, Vulkane und Hurricanes und so weiter, wenn man dieses Bauland kauft, dass das gut sei und sicher sei und vertretbar sei. Und die glauben diesen Irrtum dann wirklich und sagen dann, wenn sie dann nach Häuser hingestellt haben, sagen sie den Leuten auch, ja, das ist doch alles sicher hier, das ist doch alles Quatsch mit von wegen Erdbebenrisiko und so weiter. Oder Überschwemmungsrisiko und so weiter. Und in Türkei und Syrien wurden jetzt Leute verurteilt, weil sie offensichtlich dann, weil sie vielleicht geglaubt haben, na, hier ist ja wirklich kein Risiko, dann so schwächlich gebaut haben, dass das quasi dann das Sterben der Bewohner dieses Hauses quasi garantiert war oder unvermeidlich war. Also immerhin gibt es da juristisches Vorgehen, aber es wäre doch viel besser, wenn wir generell, jetzt kommt hier die Lösung der GWÖ-GWO-Kombi, die Lösung bedeutet, dass wir hier hingehen, und eben nicht mehr dann die größten Profite ausschütten, wenn der vorteilbringende Irrtum dazu geführt hat, dass wir alle zu Opfern wurden und eben Häuser gekauft haben, in denen wir besser gar nicht eingezogen werden, weil sie alle mit hohen Risiken behaftet sind, ja. Sondern wenn wir eben Gutes tun, Akte der Nächstenliebe belohnen, sodass also quasi geguckt wird, wie entwickelt sich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner jeder hausbauenden Person oder Institution oder Organisation? Ne? Und dann wäre es so, dass jetzt natürlich automatisch all die
Firmen oder Personen, die in der Türkei und Syrien in dem Erdbebengebiet gerade ihre Häuser gebaut hätten, die wären jetzt alle pleite. Ja, weil die würden ja jetzt keinerlei staatliche Verdienstzuschüsse bekommen, während alle anderen Unternehmen, die sich rührend um das Wohlergehen und die Sicherheit ihrer Hausbewohner gekümmert hatten, die würden ganz hohe vorteilbringende Irrtümer bekommen. Und dadurch würde dann also quasi diese Linie, die bisher auf Basis der vorteilbringenden Irrtümer den Bewohnenden, ja quasi die Bewohnenden riesigen Gefahren ausgesetzt hatten und dadurch aber riesige Profite auf Kosten dieses Risikos der Bewohnenden gemacht hatten, die würden dann ja aussterben, weil es hier jetzt plötzlich keinerlei Belohnung mehr gibt, sondern hier für die, die sich rührend belohnen, die rücken dann quasi an diese Stelle und die, die sich rührend um Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Bewohnenden und so weiter, aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner rührend bemühen, die kriegen dann die großen staatlichen Verdienstzuschüsse, werden Marktführer und diejenigen wären jetzt in der GWÖ-GWO-Kombi, wären jetzt all diese Haushäuslebauer, die den Wohnraum in diesen Erdbebenrisikogebieten geschaffen haben und dann auch noch in minderer Qualität, die wären jetzt alle pleite. Und das ist doch ein gutes Wirtschaftssystem, wo der quasi verantwortlich ist für Tod und so weiter, nicht ins Gefängnis gesteckt wird, sondern einfach pleite geht und dann sich den Bauunternehmungen anschließt, die anständig arbeiten, die gut für die Menschen sind und die entsprechend große staatliche Verdienstzuschüsse bekommen, weil es den Bewohnern gut geht. Und dann werden diese Leute dann ihre vorteilbringenden Irrtümer aufgeben und werden als Mitarbeiter der Bevölkerung ihrer jeweiligen Länder gute Bauten hinstellen und diese gut versorgen, so dass es allen Bewohnern gut geht. Das ist GWÖ, GWO-Kombi, ne? Ja. Also noch einmal, in der GWÖ, GWO-Kombi geben wir quasi staatliches Geld für Bauende abhängig von dem Wohlergehenden der Mietenden oder Käufer. Das heißt also, wenn dann Erdbebentote entstehen, darauf folgt, dass in Zukunft dann nur noch in sicheren Gebieten wohlfühlverbessernd gebaut wird. Also die ganzen Baufirmen kaufen nur noch Bauland, das risikoarm ist und nichts mehr anderes. Ja? Ach ja. Da habe ich noch was. Ja, nach diesem ersten Beispiel, wie es im Buch heißen könnte, also quasi so der Zentralirrtum, das Haus, in dem ich wohne, ist sicher, ja, als vorteilbringender Irrtum der Bausparten und wie dann die Wahrheit ist, ja, dass nämlich im Kapitalismus sozusagen sie in die Irre geführt werden und ihnen letztendlich meistens nicht bewusst alle Risiken, die für ihr Leben bestehen, wenn sie in dem Haus wohnen, letztendlich verschwiegen werden. Denken Sie an Schimmel und andere Sachen, die ja auch eine Rolle spielen können. Ja? So, aber jetzt ein kleiner Exkurs nochmal dazwischen und ich gucke gerade mal. Ja, jetzt ein schriftliches Gespräch mit einem Zeugen Jehovas, das also zeigte, ja, so ist das Problem. Ja, also ich stellte die richtige Frage auch an den Zeugen Jehovas. Ja, sagen Sie als Zeuge Jehovas doch, wo die Weltratmeme vorteilbringende Irrtümer sein könnten? Und ich überlege, wo die Meme der Zeugen Jehovas vorteilbringende Irrtümer welcher Sparten sein könnten. Ne?
Und dann schreibe ich Hi. Und Sie haben geschrieben, ein Vorteil dieses Irrtums kann in dem Gefühl der Unabhängigkeit bestehen. Dann antworte ich für den Weltrat, ein Gefühl wäre für uns Naturwissenschaftler kein Vorteil, sondern Geld, Karriere, Kinder, Enkel, Verwandte und so weiter bekommen. Das wäre ein Vorteil. Denn wer nur ein Gefühl hat, ist in 200 Jahren weg, ausgestorben wie die Dinosaurier. Nur wer Geld, Karriere und so weiter umsetzt in viele leibliche Nachfahren, von dem sind wenigstens Teile des Genoms in 200 Jahren noch da, alles andere ist dann weg, ganz egal, welche Gefühle. Für Naturwissenschaftler müssten Sie also aufzeigen, durch welchen vorteilbringenden Irrtum VI Geld, Karriere, Enkel, Verwandte vermehrt werden. Und wie, ne? Ja, zum Beispiel gönnt Gott König Salomon noch 700 Frauen und 300 Nebenfrauen, aber Paulus gönnt uns nur noch die Monogamie. Dies ist für Naturwissenschaftler ein vorteilbringender Irrtum, der Nahrungs-, Konsumsuchthändler, denn der relative Mangel an Abwechslung in der Liebe erwirkt Ersatzbefriedigungskäufe beim Händler und er bekommt mehr Geld, Karriere, kann daraus mehr Urenkel erwirken. Teile seines Genoms sind in 200 Jahren noch da, während von Millionen anderen Menschen überhaupt nichts mehr da ist in 200 Jahren. Ja, also man könnte es wieder im Sinne des Buches formulieren. Dies glaubten Sie vielleicht bisher, ja, Sie glaubten bisher vielleicht, ja, Körperkontakt außerhalb der Monogamie ist schlecht und schmutzig und böse, wie ich es bei einem Krimi jetzt bei den Sutterern auch noch einmal gehört habe, ja, und ist des Teufels und so weiter. Und das glaubten sie. Und jetzt die Analyse des Weltrates ist, ja, da gibt es die, gab es die Nahrungs- und sonstigen Konsumsuchtsparten. Die haben diese vorteilbringenden Irrtümer ausgesandt, haben ihnen gesagt, allen Menschen gesagt, Sex ist schlecht, besonders außerhalb der Monogamie. Das, was gerade noch so geduldet wird im Kapitalismus, ist die Monogamie, sei es die homosexuelle oder heterosexuelle Monogamie. Und alles andere ist dann des Teufels und so weiter. Und dadurch haben diese Opfer sozusagen, die Manipulationsopfer dieses parasitären Vorgangs, dann einen reduzierten Glückshormonspiegel, versuchen das über Ersatzbefriedigungskäufe, Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, was auch immer, Reisekonsum durch Konsumsucht sozusagen zu kompensieren oder irgendwie auszugleichen, diesen Endorphin- und Glückshormonemangel der natürlichen oder durch Drogen auszugleichen oder durch medizinische Drogen, Medikamente auszugleichen und so weiter. Und deswegen verzichten sie auf einen Großteil ihrer Lebenslust, weil sie eben durch diese Parasiten der Nahrungs- und Konsumsuchthändler manipuliert wurden, ne? Ja, Sie, das heißt also der Zeuge Jehovas, Sie schrieben, einen weiteren Irrtum sehe ich darin, materielle Aspekte ins Zentrum einer globalen Problemlösung zu stellen. Was brauchen die Menschen wirklich, um glücklich zu sein? Ich stimme Ihnen darin zu, viele vernachlässigen ihre wahren Bedürfnisse, indem sie primär nach Geld und Karriere streben. Ja, und dann habe ich wohl geantwortet, der Kapitalismus ermöglicht den Leuten nur in 200 Jahren teilweise noch da zu sein, durch Wegnahme des Glücks der Kunden.
und denen danach Ersatzbefriedigungen verkaufen. Das heißt, im Kapitalismus ist es nur möglich, man streut vorteilbringende Irrtümer aus, raubt das Glück und die Lebenslust den Kunden weg, was ja die Hausarztgesundheitsgemeinschaften und die Gemeinwohlökonomische Superglücksgemeinschaft Köln ja wieder zurückgeben wollen, nämlich wieder ein superglückliches Leben. Aber das raubt man ihnen, dann kaufen die Leute tatsächlich mehr Ersatzbefriedigungskäufe im Sinne einer Kaufsucht und Konsumsucht, ne? Unsere Nächstenliebe, belohnende GWÖGWO-Kombi, erlaubt dem Händler in 200 Jahren noch teilweise da zu sein, ohne den Kunden das Glück wegmanipulieren zu müssen. Ja? Das ist also die Umkehrung des jetzigen Systems. Und da ist in 200 Jahren eben nur, wer innere Motivlagen hat, dafür zu sorgen, dass möglichst viel von ihm auch in 200 Jahren noch da ist, nämlich möglichst viel seiner eigenen Gene in Teilen wenigstens noch vorhanden ist. Ja? Menschen könnten es ja außer durchs Klonen nicht wirklich vollständig in der Zukunft vorhanden zu sein. Das ist aber auch gut so. Denn in 200 Jahren noch mit demselben veralteten Genbestand noch da zu sein, würde riesige Probleme bereiten. Ne? Also, sondern die Tatsache, dass immer eine Gendurchmischung und dass neue Mutationen und genetische Veränderungen dazukommen, das ist ja unbedingt nötig, damit dann auch in 200 Jahren vielleicht diejenigen Kinder überlebt haben und groß geworden sind, die eine gute, neue, zeitlich aktuelle, hochmoderne Genmischung sozusagen aufweisen. Und insofern ist ja unser System, dass wir normalerweise an Kinder nur 0,5 der wichtigen Gene weitergeben können, ist ja auch sehr sinnvoll. Ja? Denn genetische Identität wäre der Untergang. Und da fehlt dann die Modernisierung. Ja? Ja, und wer heute noch da ist, stammt aus einer Vorfahrenlinie von vor 200 Jahren, die alle, wobei diese Vorfahren alle die Motivlagen hatten, für zukünftiges Dasein von Genomteilen zu sorgen. Sie schrieben: Freundschaft mit Gott gibt dem Leben ein Ziel und wahre Erfüllung. Echte Nächstenliebe würde Krieg, Ausbeutung, Verbrechen und vielem mehr dem Boden entziehen. Zufriedenheit würde den Menschen Konkurrenzkampf, Enttäuschung wegen unerfüllter Erwartungen, Angst vor materiellem Verlust und vieles mehr ersparen. Ja, das sind also wieder die Irrtümer, die dieser Zeuge Jehovas glaubt. Und es ist ihm nicht bewusst, dass solche Irrtümer aus Sparten stammen, die zum Scheitern führen würden. Ja. Und deswegen, aber genau, antworte ich, aber genau von diesen sich so verhaltenden Menschen wäre in 200 Jahren nichts mehr vorhanden, sondern von denen, die weiter brav Profite auf Kosten der Nächsten durch Nächstenschädigung machen. Deshalb funktioniert ein Appell zu einem Nächstenliebe-Gesinnungswandel grundsätzlich überhaupt nicht, sondern Nächstenliebe muss im Moment mindestens vorübergehend mit gutem Geld belohnt werden, damit in 200 Jahren noch viel von den Nächstenliebenden da ist und sie nicht alle ausgestorben sind. Auch wir experimentieren mit Gemeinschaften, in denen die jetzigen Probleme weg sind. Aber sobald Tauschhandel wieder beginnt, müssen Nächstenliebehandlungen wieder belohnt werden, damit nicht
wieder profitable Nächstenschädigung sich durchsetzt wie jetzt. Wir sollten es dabei belassen, denn Sie sehen, wir Naturwissenschaftler können nicht anders als so zu denken. Menschen, die sich bemühen, Nächstenliebe tatsächlich zu praktizieren, sind zum Aussterben verurteilt im Kapitalismus. Nur Nächstenschädiger sind im Kapitalismus in 200 Jahren noch teilweise da. In der GWÖ-GWO-Kombi wären in 200 Jahren nur noch Nächstenliebe Praktizierende da. Die Nächstenschädiger wären dann ausgestorben. Das wäre dann für uns das fast Paradies auf Erden. Herzliche Grüße. Ja, das so viel jetzt wieder dazu. Das ist doch auch hoffentlich gespeichert, ja. Genau, das ist gespeichert. So, dann kommen wir da wieder rüber. Ja, und ich hatte ja schon angedeutet, vorhin ein Beispiel, das mit dem, Sie glauben, Ihre Wohnung sei sicher, ne? Als Bausubstanz. Genauso hatte ich jetzt hier diesen Satz, zum Beispiel hatte ich vorhin ja schon erwähnt, dies glaubten Sie vielleicht bisher, vielleicht in einem Buch, das heißt Die Zentralirrtümer der Menschheit, glauben auch Sie sie, sind auch Sie deren Opfer geworden, ne? Und zum Beispiel Mindestlohn ist gut für Ihr Land, für das Land und so weiter. Und dann Ergebnis des Weltrates und die Analyse der Mitarbeiter des Arbeitsamts und so weiter. Ja, und das Gemeinsame, was das mit der Anekdote vom alten China hat, ist, dass eben auch hier im Arbeitsamt immer der Fehler gemacht wird, nicht die Verhinderung des Übels wird belohnt, sondern die Verwaltung des Übels. Und genau das ist der Grundfehler. Ja? Die Krankheit, nicht die Verhinderung der Krankheit wird belohnt, wie in der GWÖ-GWO-Kombi, sondern die gewinnbringende Verwaltung der Krankheit. Ne? So. Ja, und das kann dann gehen, bis ganz am Ende sogar solche Themen aufkommen wie der größte Horror für die Mutter sei der Verlust, ist der Verlust eines Kindes und so weiter. Das sind natürlich dann wirklich die, das kommt in den hinteren Bänden, weil es da natürlich dann ganz viel emotionale Probleme gibt und deswegen behandle ich das jetzt hier auch gar nicht, noch gar nicht. Ja, und letztendlich könnte man auch ein Buch nennen, die ultimative Wahrheit über die Dinge und die ultimative Wahrheit. Ja. Und ja, und dann der Kapitalismus und seine schmarotzerischen, parasitären Prozesse, die auch die Manipulationen von den mehrwertabschöpfenden Ausbeutern hervorbrachten. Also das nochmal erwähnen, also die Sparten, die Sozialsparten, die von mehr Armen im Lande profitieren, hat sozusagen die den Vorteil bringenden Irrtum haben diese Sparten aufgebracht, dass da böse, mehrwertabschöpfende Ausbeuter seien, die Unternehmer und so weiter. Dadurch wenden sich Gesellschaften immer wieder gegen diese vermeintlichen Ausbeuter. Dadurch wandern diese ab. Es kommt zur Verarmung des Landes, zu mehr Arbeitslosen und Armen, von deren Verwaltung dann die Sozialspartler wieder hervorragend leben können. Das sind die, da könnte man so sagen, Sie glauben, dies haben Sie vielleicht bisher geglaubt, die Geschichte von den mehrwertabschöpfenden, von den Unternehmern als mehrwertabschöpfenden Ausbeutern und dann die Analyse, die dann sagt, ja, die Sozialsparten haben also diesen, das als vorteilbringenden Irrtum, hat sich das in den Sozialsparten zufällig bei einem Mitarbeiter entwickelt und so weiter, ne?
Ja, der Richard Dawkins und der Mensch als Wahnsinniger, auch der esoterische und der anthroposophische Mensch und so weiter. Ja, gut, dann kann ich das jetzt hier mal streichen. Ja, und wie gesagt, also so, das Buch könnte so gegliedert sein, aber das mache ich jetzt heute nicht mehr, das ist mir jetzt zu anstrengend, das lasse ich dann in der nächsten Woche, mache ich dann weiter. Eben mit solchen ganzen Sätzen wie, dies glaubten Sie vielleicht auch bisher, so unter dem Stichwort, wurden Sie auch Sie Opfer dieser Zentralirrtümer, der Menschheit, ne? Mein Hausarzt fördert meine Gesundheit. Glauben Sie das wirklich? Mein Supermarktleiter versorgt mich mit gesunder Nahrung. Ja, das wären alles so Zentralirrtümer, die man behandeln könnte. Die Schule fördert meine Kinder sehr gut. Wieder ein Zentralirrtum. Und dann die Analyse. Eine Ungeheuerlichkeit und Zumutung der anderen immer nach der anderen. Aber gut, das alles beim nächsten Mal. Für diese Predigt muss das jetzt mal so für heute genügen. Also, das war's für heute. Ich glaube, es ist auch wirklich lang genug geworden. Also, tschüssi, bis zur nächsten Sonntagspredigt.